Diese Tänzer. Ein perfektes Beispiel für Beweglichkeit. Doch bei den meisten von uns sieht's anders aus. Mal ganz ehrlich, fühlt ihr euch auch häufig steif und unbeweglich? Und es fallen euch bereits einfache Bewegungen im Alltag echt schwer? Selbst für die Jüngeren und Sportlichen unter uns ist denen oft nur lästig und vernachlässigbares Pflichtprogramm. Da muss ich mir übrigens selber an die eigene Nase packen. Doch diese mangelnde Beweglichkeit führt zu Gelenkschäden, Verletzungen und üblen Rückenschmerzen. Und sogar das Herzinfarktrisiko steigt. Was man aber mit täglichen Dehnübungen erreichen kann, das zeige ich euch jetzt. Bei Doc Esser geht's heute auch an seine eigene Schwachstelle, Beweglichkeit. Er checkt Bewegungsfaule, Sportler und sich selbst. Wo hapert's am meisten? Die Gesundheitstrends Pilates, Yoga und Faszientherapie sollen flexibel machen. Was steckt dahinter? Und Neues aus der Forschung, warum wir mit denen sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen und unser Herzinfarktrisiko senken können. Doc Esser, der Gesundheitscheck. Gelenke, Muskeln und Gefäße. Schmerzfrei und gesund durch Dehnen. Für die Beweglichkeit sind zum einen unsere Gelenke, aber auch Sehnen, Bänder, Muskeln, umschlossen von Faszien, verantwortlich. Doch im zunehmenden Alter nimmt die Zahl der Zellen und der elastischen Fasern ab. Der Muskel verliert an Flüssigkeit und wir werden steifer. Wir sind am beweglichsten im Kindesalter. Doch bereits im Teenie-Alter nimmt unsere Dehnungsfähigkeit ab. Wollen wir im Alter auch beweglich sein, müssen wir die Dehnungsfähigkeit des Körpers trainieren und erhalten. Doch wie beweglich ist der Westen? Um das zu checken, hat der Doc nach Krefeld auf den Mies van der Rohe Campus zum Beweglichkeitstest eingeladen. Drei Gruppen aus NRW sind nach einem Corona-Test am Start. Vier eher unsportliche Bürositzer, vier Kraftsportler und drei Ausdauersportler. Nummer vier dieser Gruppe wird der Doc als Läufer und Schwimmer gleich selbst sein. Moinsen! Unterstützt wird er vom Bonner Orthopäden und Faszientherapeuten Dr. Frank Windgassen. Heute das große Thema Beweglichkeit. Warum ist denn Beweglichkeit so wichtig? Als Ausgleich zu unserer täglichen Arbeit. Wir sitzen am Schreibtisch, wir haben als Handwerker eventuell Zwangshaltungen und dadurch kommt es zu Dysbalancen. Also der Muskel verkürzt vielleicht, der Gegenspieler verkürzt nicht. Es kommt zu Verklebungen der Faszien und das macht Schmerzen. Jeder Muskel hat einen Gegenspieler. Das bedeutet, zieht der eine Muskel, wird der andere gestreckt und umgekehrt. Wenn diese beiden nicht mehr gleich stark sind, kommt es zur Dysbalance. Die kann Folgen haben. Schnellerer Gelenkverschleiß, größere Verletzungsgefahr, Fehlhaltungen und damit auch Schmerzen. Okay, das heißt, diese Schmerzen wollen wir verhindern. Wenn du mich so siehst, was würdest du denken? Ich würde sagen, du hast auch die ein oder andere Verkürzung, die wir dann rausfinden können. Dazu soll der Doc dreimal vorturnen. Erster Test, die Vorbeuge. Beine schulterbreit auseinander. Ja. Wir kommen den Hintern hinten raus. Entenfoot. Und gehen dann mit durchgestreckten Knien langsam runter. Oh. Kriterium, wie groß ist der Handbodenabstand? Der Test offenbart die Flexibilität der Körpermitte. Vor allem des unteren Rückens und der Oberschenkelrückseite. Aber muss das denn wehtun? Wenn es wehtut, weiß man, man hat die Verkürzung. Es fehlen so 10 cm. Was heißt das? Weil ganz runter kommt es top. Ja. 0 bis 10 ist eine leichte Verkürzung, darüber hinaus ist es stark verkürzt. So, und jetzt darf ich mal sehen, was ihr so drauf habt. Im Idealfall soll die Hand zum Boden. Das schaffen von unseren 12 Teilnehmern gerade mal 2. Die Kraftsportler Kai und Bissi. Die Läufer kämpfen, doch besonders übel sieht es bei den Vielsitzern aus. Die 10 cm Grenze knackt hier keiner auch nur annähernd. Wie geht's euch? Ich frag mal so. Okay, da ist viel Luft nach oben, oder? Da ist sehr viel Luft nach oben, ja. Ich habe sie schon ziemlich deutlich gespürt, muss ich sagen. Mhm. Ja, so Beine gerade ging, aber im Rücken habe ich schon gemerkt und bis nach unten hat ja nicht ganz funktioniert. Sitzende Tätigkeit? Sitzende Tätigkeit oder Autofahren. Bei dir habe ich auch gesehen, du hattest auch Probleme, oder? Ja, ich habe das tatsächlich im unteren Rücken gemerkt, ja. Du hast auch wenig Ausgleichssport. Genau, ich mache gar nichts. Typisches Symptom, Rücken? Typisches Symptom. Und auch Marc hat Rücken, vom vielen Sitzen. Auch wenn er Pressesprecher eines Eishockeyvereins ist, beim eigenen Sporttreiben sieht es gerade ziemlich mau aus. Ihn werden wir noch genauer kennenlernen.
Willst du mal jetzt richtig offiziell nachmessen? Da sind wir bei 25. Das ist eine deutliche Verkürzung. Ja. Und dass das Beschwerden macht auf Dauer, ist vorprogrammiert. Wo sind deine Hauptbeschwerden? Hauptsächlich wirklich unter Rücken, im Prinzip bis zum Nacken hoch. Wenn man beruflich, sag ich mal, da tätig ist und die Zeit für den Sport wegfällt, dann ist es ein Problem, ne? Dabei ist Marc erst 32. Das Sitzen ist die Pest, ne? Ja, weil es so lange ist. Ja. Wenn wir es immer wieder wechseln würden, wäre das okay. Ein Anfang 30-Jähriger darf eigentlich keine unteren Rückenprobleme haben, oder? Nein, darf er nicht. Dazu später mehr. Zweiter Test. Hier soll sich die Beweglichkeit oben im Schulterbereich zeigen. Okay, also das ist ja mit meiner Albtraumübung. Ja, ich kann es nachvollziehen. Bin ich dran? Nein, leider nicht. Ihr lacht ja alle. Boah, das ist ja totaler Mist, ey. Mit dieser Seite. Ja, da geht gar nichts bei mir, die Seite. Hier versagt unser Doc leider total. Was heißt das denn jetzt? Das heißt, hier oben in der ganzen Schultergürtelmuskulatur sicherlich deutlich schlechter gedehnt. Jetzt sind unsere 11 weiteren Testteilnehmer dran. Hier können die Läufer voll punkten. Die Vielsitzer müssen wieder kämpfen. Doch die Kraftsportler haben hier die meisten Probleme. Und diesen Schulterblattrand, da sollte man ungefähr drankommen. Und wenn das da etwas zu weit weg ist, so, man sagt so über 3 cm, und das sind es, dann ist es verkürzt. Der ein oder andere Muskel ist hier im Weg. Zwar stark, doch nicht beweglich. Wie sieht's aus? Dehnen hier bei dir? Ja, kommt ziemlich kurz, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich muss leider zugeben, ich habe früher falsch trainiert. Ich versuche jetzt, mich mehr zu dehnen, tatsächlich, ja. Du treibst aber regelmäßig Sport? Vor Corona ja. Seitdem haben die Rückenschmerzen zugenommen. Okay. Und die Unbeweglichkeit auch. Mhm. Aber jetzt bin ich wieder drin, ja. Seit 5 Jahren trainiert die 24-Jährige sonst mehrmals die Woche an den Gewichten. Als OP-Assistentin steht sie außerdem lange gebeugt. Und die Fehlhaltung schmerzt sie in Schulter und Nacken. Und wenn du langsam einen Operateur hast, dann weinst du. Ja. Oder kleine Operateure, dann steht man den ganzen Tag gebückt. Auch zu Lisa später mehr. Letzter Test für unten. Kniebeuge mit senkrechtem Oberkörper. Na los, Doc Frosch. Muss ich noch tiefer? Du müsstest noch tiefer, aber dann ist halt typisch, wenn man verkürzt ist, dass man dann die Fersen anhebt. Das sieht man so bei dir ganz schön. Wo ist die Verkürzung denn? Das ist eine Verkürzung der Wadenmuskulatur. Ich bin irgendwie ein unbewegliches Wrack, oder? Kleiner Trost, der Doc ist nicht allein. Die Kraftpakete schlagen sich noch gut, doch alle anderen tun sich schwer. Neben den insgesamt steifen Vielsitzern haben hier auch die Läuferkollegen des Docs deutlich Probleme. Jetzt warst du auch so ein bisschen ernster guckend, ne? Ja, ich musste kurz die Luft anhalten. Läufer und untere Wadenmuskulatur? Ist ein Standardthema. Mangelndes Dehnen? Mangelndes Dehnen, genau. Aber wenn man dann Schmerzen hat, dann fängt man an und legt den Fokus doch mehr drauf aufs Dehnen. Das ist klassisch. Wenn es nicht wehtut, macht man nichts. Fazit? Luft nach oben, haben wir gesehen, ist fast überall. Wir sehen die typischen berufsspezifischen Probleme der Vielsitzer, wo es dann mehr um die Hüfte und um den unteren Rücken geht. Wir sehen bei den Läufern häufig dann die Wadenmuskulatur, die verkürzt ist. Und wir sehen bei den Kraftsportlern, die erstaunlich gut waren, aber auch da der Schultergürtelbereich, häufig ist es noch nicht ausreichend gedehnt. Mit 10 Minuten täglichen Dehnübungen lässt sich bei reiner Unbeweglichkeit hier schon einiges verbessern. Mehr Training ist nötig, wenn es schon richtig schmerzt, wie bei 2 von unseren Teilnehmern. Wir haben ja jetzt aus jeder Gruppe noch jemanden ausgesucht, mit dem wir arbeiten wollen. Das ist einmal der Marc, aus denen die viel sitzen in ihrem Job. Dann aus der Kraftsportgruppe die Lisa. Und für die Ausdauersportler wird unser frisch gekürter Unbeweglichkeitskönig Doc Esser selbst ins Rennen gehen. Bei Marc und Lisa schauen wir jetzt genauer hin und analysieren, wo es in Sachen Beweglichkeit und Gleichgewicht der Muskulatur hapert. Schließlich wollen wir ja herausfinden, woran sie denn jetzt arbeiten müssen. Und ich selber, naja, ihr habt ja gesehen, da ist auch noch viel Luft nach oben in Sachen Beweglichkeit. Und deswegen trete ich für das Team der Ausdauersportler an. So, schauen wir mal, oder? Der Mobilitätscheck. Woher kommt die Unbeweglichkeit? Dabei sollen ein spezielles Messprogramm und Nils Steinke vom Institut für Prävention und Nachsorge helfen. Das Institut ist auf Gesundheitsberatung mit wissenschaftlichem Hintergrund spezialisiert. Nils, wir müssen was in Sachen Beweglichkeit tun. Das ist eine Katastrophe bei uns. Und wir müssen jetzt einfach mal wirklich Zahlen haben. Genau. Also wir messen ja gerade genau die Beweglichkeit in den unterschiedlichen Gelenken. Wir machen 4 Messungen, um dann eben auch zu sehen, in den Werten gibt es Probleme, gibt es irgendwelche Dysbalancen. Rot heißt schlecht, grün heißt gut.
Linke und rechte Körperhälfte sollten möglichst ähnlich beweglich sein, sonst drohen Fehlhaltungen. Den Anfang macht Marc für die Vielsitzer. Jetzt lege ich das Gerät an deine Stirn und du musst jetzt den Kopf so weit nach links drehen, wie es geht. Genau. Mit Hilfe eines Winkelmaßsensors misst das Programm den Radius einzelner Gelenke, wenn Nils diese durchbewegt. Halswirbelsäule, unterer Rücken. Zieht das schon? Die Beinrückseiten. Ja, da merkt man schon, dass hier relativ viel Spannung drauf ist. Da müssen wir dran arbeiten. Darum bin ich hier. Zuletzt der Hüftbeuger. Es waren einige Sachen, wo es schon gezwickt hat. Was sagen die beiden Experten? Generell sehen wir so eine Eingeschränktheit. Denn hier ist zum Beispiel alles so im orangefarbenen Übergangsbereich. Oh shit, das sollte grün sein. Am schlimmsten sieht es hinten an den Beinen aus. In seinem Alter sollte er auf jeden Fall die 90 Grad zum Beispiel schaffen als Grenzwert. Marc schafft aber nur 70. Als Gegenspieler ist der vordere Hüftbeuger dagegen gut beweglich. Das zeigt uns eigentlich schon so eine klassische Dysbalance, die es eben bei vielen Leuten gibt, die viel sitzen müssen. Was droht ihm dann, wenn er jetzt nichts für seinen Körper tut? Die Schmerzen werden weiter fortschreiten. Und es ist sicherlich nicht komplett auszuschließen, dann halt auch tatsächlich ernsthafte medizinische Probleme zu kriegen. Wie dann entsprechende Bandscheibenvorfälle oder Risse in der Muskulatur. Aber du wirst ja dagegen arbeiten? Absolut. Als nächstes ist Kraftsportlerin Lisa dran. Auf den ersten Blick sieht es bei der 24-Jährigen deutlich besser aus. Lisa, ich sehe da eine 92. Ja. Gut, ich werde die gleich toppen, ne? Könnte man denken, wäre gut. Die junge Frau in ihrem Alter sollte eigentlich bei 100 Grad sein. Autsch. Lisa, da wollte ich dich gerade abfeiern. In der Gesamtauswertung offenbart sich zusätzlich, woher Lisas Probleme im Schulterbereich kommen. Also was ich eben interessant finde, ist, dass wir hier auf der linken Seite ja einen mittleren Befund haben. Auf der anderen Seite haben wir aber einen guten Befund. Aber auch das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, weil das ja bedeutet, es kann dann doch zu einer Fehlhaltung führen, oder? Das Ganze potenziert sich. Das heißt, das ist ein richtig schöner Teufelskreis, aus dem man auch schlechter wieder rauskommt. Ja, ich habe das auch selber gerade gemerkt, dass die rechte Seite nicht so beweglich ist. Dann wollen wir mal gucken, was die Experten jetzt mit mir anstellen, okay? So, ich hoffe, du hast schon mal ein Gummimännchen gesehen, mein Lieber. Was? Was knackt denn da so, Nils? Das bist du, oder? Ja, das sind meine Finger. Genau. Zieht es schon irgendwo? Nirgendwo. Au! Jetzt! Und wieder. Oh. Haben wir einen Orthopäden hier? Lisa, guck zu. 100 Grad. Naja, fast, Herr Doktor. Oh. Im Schulterbereich sieht der Doc tiefrot. Ich bin ja ganz erschrocken. Schulternacken tut sich nicht so viel, ne? Vor allem auch da auf der linken Seite. Ja. Wirklich wenig Beweglichkeit sehen wir auf der anderen Seite auch im unteren Rückenbereich. Da, dass da wirklich ein großer Unterschied ist zwischen der linken und rechten Seite. Also da wäre sicherlich eine Beweglichkeitsverbesserung von oben bis unten sinnvoll. Wir drei müssen jetzt was tun. Aber was, Frank? Bei Marc hapert es an Bewegung und Beweglichkeit. Um seine Sitzerhüfte und die Rückenprobleme zu beheben, braucht es beides, Kraft- und Beweglichkeitstraining. Da ist Pilates natürlich ein sehr gutes Programm. Lisa trainiert schon ihre Muskeln, die sind aber verspannt und müssen gelockert werden. Im Schulterbereich und den Beinrückseiten. Da bietet sich eine Faszientherapie an, weil diese auch gezielt auf Schmerzen eingeht. Und der Doc? Tja, eine Großbaustelle. Er ist fit, muss aber überall dehnen. Vor allem die Schultern, aber auch Hüfte, Wade und Beinrückseiten. Deswegen hatten wir uns bei dir Yoga ausgedacht, weil das Yoga einfach natürlich Allrounder für die Beweglichkeit ist. Ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir danken soll, Frank, aber ich werde es natürlich durchziehen. In 4 Wochen sehen wir uns wieder, Nils. Und dann bin ich mal gespannt, ob das was gebracht hat. Doch vorher hat der Doc selbst noch eine überraschende Messung vor. Dehnen für die Gefäße, wie Stretchen vor Herzinfarkt schützen kann. Erst vor kurzem haben japanische Wissenschaftler in einer Übersichtsstudie festgestellt, dass regelmäßiges Dehnen nicht nur unsere Muskulatur, sondern auch unsere Blutgefäße flexibler macht. Das finde ich super spannend, denn man hat das ja beim Stretching nicht unbedingt als erstes auf dem Schirm, oder? Stichwort ist die Steifigkeit unserer Arterien und das ist die Messlatte für das sogenannte Gefäßalter. Je steifer unsere Arterien nämlich sind, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sogar einen Herzinfarkt.
In der Studie haben Probanden diese durch regelmäßiges Dehnen des Körpers verbessert. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, funktioniert das bei uns auch? Der Doc ist ja selbst Kardiologe und will nachmessen, wie es mit dem Gefäßalter bei Lisa, Mark und ihm selbst aussieht. Dieses Gerät kann etwas mehr als ein normales Blutdruckmessgerät. Das misst mehrfach hintereinander sehr sensibel den Blutdruck und vor allen Dingen die Geschwindigkeit, in der sich die Pulswelle vom Herzen letztendlich durch unsere Gefäße fortsetzt. Lisa, darf ich dich einmal wiegen? Im Messergebnis werden Gewicht, Alter, Größe und Geschlecht berücksichtigt. 64 Kilo, passt das auch? Ja, das haut hin. Denn diese Faktoren haben Einfluss auf den Blutdruck. Außerdem muss Lisa 5 Minuten stillsitzen. Wir messen die sogenannte Pulswellengeschwindigkeit. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Geschwindigkeit des Blutes, wenn es aus der Herzkammer ausgeworfen wird, also nach dem Herzschlag, und wie es dann mit welcher Geschwindigkeit durch die Arterien flitzt. Und je schneller das Blut ist, desto steifer sind eben die Arterien. Und das spricht wiederum für ein höheres Gefäßalter. Und damit steigt auch leider wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sind Lisas Arterien biologisch älter oder jünger als ihre 24 Jahre? Der Doc tippt: Ich sag, du hast nie geraucht, hast viel Sport getrieben, bist aktiv, 22 Jahre, 2 Jahre jünger. Sehen wir uns mal dein Ergebnis an, meine Liebe. Was jetzt kommt? 26. Oh je. Ich habe mich vertan an dieser Stelle. Ich habe dich deutlich jünger gemacht. Ja, der sagt, sie könnten 26 Jahre alt sein. Und ein trauriger Smiley. Ein mitteltrauriger Smiley. Faszientraining soll der Kraftsportlerin helfen. Als nächstes ist Marc an der Reihe. Ja, 73 Kilo. Ist das ungefähr, kommt das hin? Das kommt hin. Wirkt sich auch seine Vielsitzer-Unbeweglichkeit auf das Gefäßalter aus? Mir schwant Böses. Aber ich hoffe auch, dass ich zumindest so plus minus 2 Jahre, es wird wahrscheinlich eher plus sein. Also du sagst, du bist so um die 32. Okay, nachdem ich die Lisa so vorgeführt hat, schätze ich dich jetzt auf 40. Das ist aber nicht sehr nett, Herr Esser. Das Ergebnis? Ah, okay. Aktuell sind Ihre Gefäße 37 Jahre alt. Es ist schlechter, als ich am Anfang vermutet habe, aber besser, als ich dann während der Messung gedacht hätte. Aber ich war gar nicht so schlecht mit meinen 40 Jahren. Das ist korrekt, aber es ist schon, 5 Jahre sind schon... Das ist eine Menge. Ist eine Menge. Da ist noch viel Musik. Ja. Da sollte man rangehen. Und zwar mit Pilates. Tja, aber wie sieht es bei unserem frisch gekürten Unbeweglichkeitskönig aus? Dann bin ich jetzt bei 97 Kilo. Bei 1,90 und 47 Jahren. OP-Assistentin Lisa unterstützt mal. Was ist denn dein Tipp? Ich sage 45. Komm, ey, also ich sag, du machst die 50 schon voll. Trommelwirbel. Unter 50. Dich finde ich überhaupt nicht mehr sympathisch. Dich auch nicht. Also, ich habe gerade aktuell ein Gefäßalter von 49 Jahren. Was bedeutet, dass mich diese Messung 2 Jahre älter macht. Generell kann man ja sagen, 2 Jahre, 2 Jahre, 5 Jahre. Bei allen zeigt sich die Unbeweglichkeit ihrer Muskeln auch in den Gefäßen. Auf Dauer bedeutet das ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So, du bist aber motiviert? Ja. Du auch? Absolut. Ich bin sowieso motiviert. Ja, und dann bin ich mal ganz gespannt, ob wir ein ähnlich gutes Ergebnis erreichen wie in der Studie. Aber dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal anfangen mit unserem Beweglichkeitstraining. Gesagt, getan. Den Start macht Kraftsportlerin Lisa. Der Doc trifft sie vor der Bonner Praxis von Dr. Frank Windgassen zur Faszientherapie. Was hat es mit den Faszien auf sich? Unter Faszien versteht man hauchfeines Bindegewebe, was unsere Muskeln, aber auch unsere Organe wie ein Netz umhüllt. Und es gibt Theorien, wie dieses Netz zusammenwirkt und dass es Ketten bildet. Orthopäde Frank Windgassen nutzt die Faszientherapie auch als Schulmediziner, obwohl er Bereiche des Modells durchaus kritisch hinterfragt. Warum sollte man immer mal auch an seine Faszien denken? Die Faszien sind immer wichtig für die Bewegung. Sie sind Gleitschicht und die müssen wir wiederherstellen. Und sie haben Schmerzrezeptoren. Und Lisa hat ja Schmerzen, deswegen wollen wir auch die Schmerzen beseitigen. Die Experten sind ja unterschiedlicher Meinung. Also es gibt ja welche, die sagen, es gibt nichts Besseres. Es gibt welche, die sagen, oh nee, da kann man noch vieles kaputt machen. Also ich sehe es in der klinischen Erfahrung. Und wenn ich die Patienten behandle und es geht ihnen hinterher deutlich besser,
dann denke ich, damit habe ich ja was Richtiges gemacht. Es gibt natürlich sehr fanatische Faszientherapeuten, die alles mit einer Faszientherapie behandeln würden. Das heißt, da wird ein Kreuzband nicht operiert, sondern der Schmerz wird natürlich in einer Faszientherapie weggemacht. Da bin ich froh, dass ich Schulmediziner bin und eben da meine Grenzen sehen kann. Frank Windgassen startet mit der manuellen Therapie. Dazu sucht er zunächst den sogenannten Triggerpunkt, der Lisa wehtut, und drückt mit steigernder Kraft bis an eine Schmerzgrenze. Darf man sich im Grunde so vorstellen, du hast zwei verschiedene Faszienschichten und von unten quetscht sich im Grunde die nächste Faszienschicht da durch. Und was man jetzt möchte, ich durch langes Drücken, dass ich das wieder zurückdrücke und die Faszie darüber wieder verschließt. Lisa, wie fühlt sich das an? Etwas unangenehm. Etwas unangenehm? Aber es ist auszuhalten. Der Orthopäde drückt, bis der Schmerz etwa 50% nachlässt. Etwa eine Minute, dann noch mal bis 25%. Trotz Druck wird der Schmerz weniger. Ein Effekt, der auch den Doc beim Selbsttest überrascht. Oh, da ist er schlimmer scheinbar. Aber das scheint der Punkt zu sein. Dann drücken wir auch da. Lecco mio, ey. Sag Bescheid, wenn du das Gefühl hast, wird besser. Der Doc hält tapfer durch. Oh. Und tatsächlich. Jetzt wird's besser. Oh. Aber fühlt sich gut an. Doch Lisa ist noch nicht fertig. Frank Windgassen muss alle Punkte eines sogenannten Triggerbandes mitbehandeln, um die Faszien zu lockern. Wie bei einer Kette greift alles ineinander. Danach kommt noch eine zweite Methode zum Einsatz: Schröpfen. Und dann wird jetzt ein Sog aufgebaut. Das zieht jetzt ein bisschen nämlich an. Ist okay. Ist okay. So, sieht man ja schon. Oh. Und jetzt fährt man damit langsam hier hoch. Sei froh, dass du es nicht siehst. Das löst die Faszien auch noch mal. Das ist eine oberflächliche Faszie. Und da sieht man auch schon, das kann manchmal sogar so, nennt man petechenartige Blutungen machen. Das sind so kleine Punkte, die dann kommen. So kleine Einblutungen dann? Genau. Ist das angenehm? Angenehm nicht, aber es ist jetzt auch kein Schmerz. Okay. 60 bis 80 Euro kostet den Patienten eine Therapie, die Lisa einen Monat nun zweimal die Woche bei Frank bekommen wird. Zwischendrin kann sie ihre Faszien auch zu Hause lockern. Dafür gibt es mittlerweile ein großes Angebot an Faszientools. Rollen, Bälle, einzeln und doppelt, Stäbe, Trigger-Tools. Woher kriege ich denn raus, welche Rolle für mich die beste ist? Man braucht sie nicht alle. Mit diesen beiden ist man schon mal gut dabei. Man hat die normale Faszienrolle, man hat diesen Duoball. Damit kann man schon viele Sachen mitmachen. Mit dem Duo-Ball kann die Kraftsportlerin Nacken- und Brustwirbelsäule ausrollen. Dazu kommt der Ball hinten in den Nacken und wird langsam auf- und abgerollt. Gerade zur Wand. Genau. Also mehr in die Knie gehen dabei. Ah, ja. Verdammt. So ist gut. Ah, dann wird es halt wieder anstrengend. Danach kommt die Faszienrolle zum Einsatz. Und jetzt immer wieder nach hinten lehnen. Und dann einfach wieder nach oben kommen. Diese Übung sieht nicht schön aus. Das hat auch direkt geknackt. Ja. Aber die ist richtig gut, um das Ganze zu lösen. Das hätte aber vor allem unser Doc mal nötig. Auch an den Oberschenkelrückseiten soll die Faszienrolle helfen. Dabei darf nur von unten nach oben gerollt werden. Stichwort Venenklappen. Wir rollen nur in eine Richtung. Ganz genau. Die Rolle geht nach oben, sodass das wirklich in diese Richtung weggedrückt wird und die Venenklappen nicht schädigen. Genau, die Venen transportieren für alle Nichtmediziner nämlich das Blut zurück zum Herzen und haben eben Venenklappen, damit das Blut nicht wieder zurückfließt. Und die können geschädigt werden, wenn man die falsche Richtung macht. Das soll ja nach den neuesten Studien auch bei jüngeren Patienten dann die Venenklappen so schädigen, dass Krampfadern und dann hinterher schlimmstenfalls Thrombosen entstehen können. Deswegen sollten Gefäßkranke besser die Rolle meiden, ebenso stark Übergewichtige oder Rückenoperierte. Die Tools sind nicht ganz preiswert, doch nach medizinischer Leitlinie können auch Haushaltsgegenstände genutzt werden. Zum Beispiel ein Pömpel. Meinen die Kollegen und Kolleginnen das ernst? Das meinen die tatsächlich ernst. Mach es mal bei mir über dem T-Shirt. Normalerweise muss es natürlich ab. Ja, wie wird man es machen? Man würde schlicht und ergreifend hier auf diese große Rückenfaszie gehen, andrücken. Dann saugt sich ja normalerweise fest und dann zieht man es wieder ab. Schöne Alternative. Ja, auf jeden Fall. Man weiß es nicht. Es geht so. Es geht so. Dann, was ich auch schön finde, Kuchen backen hat jeder zu Hause. Genau. Was mache ich damit? Ist eine Faszienrolle. Und aus Socke und zwei Tennisbällen lässt sich der Duo-Ball schnell selbst basteln. Tut's. Vom Gefühl her genau das Gleiche.
Wie oft darf ich denn Faszientraining machen? Also jeden Tag? Ich würde mal sagen, jeden Tag ein bisschen. Mhm. Wäre mir jetzt lieber als dreimal die Woche, aber dann da stundenlang. Das ist Quatsch. 4 Wochen wird Lisa trainieren und von Frank Windgassen behandelt werden. Das Ganze hält die Kraftsportlerin im Videotagebuch fest. Ob die Therapie sie beweglicher und schmerzfrei machen wird? Und für den Doc geht's nun zu seiner Beweglichkeitschallenge. Dazu hat er Mathe- und Yoga-Klötze geschultert und ist auf dem Weg zu Yoga-Ausbilderin Nicole Konrad. Für sie ist Beweglichkeit und ein Körper im Gleichgewicht Lebensphilosophie. Selbstversuch. Dehnen mit Yoga? Guten Tag. Hallo. Der Doc Esser, der Heiwi. Schön, dich kennenzulernen. Hör mal, ich möchte beweglicher werden. Nicole, viele verbinden ja Yoga vor allen Dingen mit was Meditativen, zu sich selber finden und so. Da möchte ich ja jetzt gar nicht so hin, sondern ich will ja wirklich beweglicher werden. Und wenn es geht, überall. Also ich möchte das Rundum-Sorglos-Paket. Und da bin ich jetzt natürlich mal sehr gespannt. Andersrum. Ach, wir machen das mal andersrum. Was machen wir? Als Yogalehrer wird man ausgebildet, wirklich den ganzen Körper sich anzugucken. Los geht's mit den Beinen. Bei mir ist es ja tatsächlich so, die rückwärtige Beinmuskulatur, weil ich die einfach nie trainiere. Mhm. Was kann ich da machen? Zum Dehnen hilft die Vorbeuge aus unserem Beweglichkeitstest. Eine klassische Yoga-Übung übrigens. Was simpel klingt, ist es aber nicht. Nimm dir bitte mal die Klötze. Also deine Vorbeuge sieht so aus. Mhm. Das geht nicht und das passiert immer bei falsch geübten Vorbeugen. Damit wir keinen runden Rücken haben, musst du die Knie beugen, die Sitzknochen nach hinten schieben, dass sich die Lendenwirbelsäule eben auseinanderziehen kann. Die zweite Frage, kann man die Beine strecken, ohne dass der Rücken rund wird? Gut, ich probiere es mal, okay? Und dafür habe ich die jetzt als Hilfe? Mhm, dann kommt die Erde näher, sozusagen. Knie beugen, ja. Sitzknochen nach hinten, unteren Rücken lang lassen. Drück die Fersen durch die Erde, halt die Bauchdecke stark und fang an, ganz minimal die Beine zu strecken. Und die werden wie doof ziehen, nehme ich an, oder? Ja. Okay, das reicht. Atmen. Sitzknochen nach hinten oben schieben. Boah, ist die streng. Boah, hör mal, das ist anstrengender als gedacht. Ich zieh mal das Käppchen ab, ja? Hey. Yoga ist eben auch Sport, Herr Doktor. Nach einer Schulterdehnung geht's weiter mit den Beinen. Und der Kehrseite. Und den Po nach hinten in den Raum schieben. Ja. Und jetzt müsste eine tolle Dehnung an der rechten Pobacken-Außenseite sein. Das ist eine tolle Dehnung. Ja, ne? Fantastisch. Okay, zweite Seite. Oh. Als Vorübung für den bekannten Yoga-Sonnengruß soll der Doc danach in den Hund. Der herabschauende Hund. Die Yoga-Übung schlechthin. Okay. Da stellt man die Hände außenschulterbreit auf und die Füße hüftbreit. Mhm. Und was man wieder haben möchte, ist ein langer Rücken. Lieber die Knie beugen und die Sitzknochen nach hinten oben schieben. Lieber einen froschigen Hund üben, als einen, wo die Fersen am Boden sind, aber viel Belastung in der Schulter ist und der Rücken krumm ist. Weil sonst zu viel Belastung auf die Bandscheiben kommt. Ich bin mehr der Froschhund, ne? Ja. Und das ist jetzt eine Übung, die dehnt ganz wunderbar die ganze Rückenfaszie. Von den Zehenspitzen im Grunde bis zur Krone des Kopfes. Okay, wunderbar. Das ist der Ausgangspunkt. Von hier bitte in die hohe Liegestützform kommen. In die was? Hohe Liegestütz. Was ist das, so? Genau, aber den Abstand ein bisschen größer machen. Schulterköpfe weg von der Erde. Ja, gut. Das war anstrengend. Fußband zum Boden. Danach kommt für Schultern und Rücken die sogenannte Cobra. Auch hier gibt es erstmal nur eine Vorübung, die der Doc noch besonders lieben lernen wird. Also einmal den Gurt auf den Rücken legen, bitte. Oh, das finde ich ja jetzt schon schade. Hüfte breit und der Fußspann zum Boden. Mhm. Das ist die Variation der Cobra. Also erstmal die Schultern. Ich fühle mich überhaupt nicht wie eine Cobra. Schulterköpfe zurück, atme dich groß, Stirn zum Boden, heb die Bauchdecke. Stell dir vor, ich greife den Gurt und ziehe dich an dem Gurt nach oben. Ich weiß, es ist sau anstrengend. Atmen und lächeln, guck zum Boden. Gut. Oh. Nach einer Stunde Yoga ist der Doc fix und alle. Es ist anstrengend. Das ist das, was ich mitnehme. Was macht denn Yoga mit meiner Muskulatur?
Das Besondere an Yoga ist, dass man die Muskulatur aktiv hält und gleichzeitig dehnt. Aber es gibt sehr viel Yoga. Um Yoga zu üben, muss ich nur atmen können. Also man kann Yoga immer runterbrechen auf die Bedürfnisse des jeweiligen Menschen, der eben da ist. Das sollte man tatsächlich mit einem Trainer, mit einer Trainerin machen, oder? Man hat ein großes Verletzungspotenzial auch im Yoga, wenn man es unsachgemäß ausführt. Und es wäre schade, dass eigentlich eine Technik, die so heilsam ist für den Körper, Schaden erzeugt. Ausgestattet mit einem täglichen 15-Minuten-Programm startet der Doc ins 4 Wochen Yoga-Training. Ob er durchhält? Und damit nicht genug. So, und es geht direkt sportlich weiter. Ich treffe mich nämlich jetzt mit Marc und es geht zum Pilates. Pilates, warum Beweglichkeit auch Kraft braucht. In Düsseldorf sind die beiden mit Pilates-Trainerin Dunja Krieger verabredet. Und staunen beim ersten Blick ins Studio nicht schlecht. Wo sind wir hier gelandet, bitte? Im Pilates-Studio. Ja, das war uns nicht klar. Ne? Wir haben gedacht, wir sind im Folterkeller gelandet. Sieht ein bisschen so aus. Es kommt halt aus einer ganz anderen Zeit. Es ist entstanden, von dem Herrn Pilates erfunden. Es gibt eine Person dahinter, eine ja? Eine Person, die sogar hier in der Nähe geboren wurde, in Mönchengladbach. Siehst du, ich habe da immer gesagt, aus Mönchengladbach kommen die Besten. Das ist ja meine Heimat. Hochzeit hatte er so 1940, 1950 in Amerika. Sein Background ist sehr ärmliche Verhältnisse. Mhm. Er war sehr schwächlich als Kind, das hat ihn immer gefuchst. Er wollte erfolgreicher Boxer werden, musste aber von Hause aus erstmal eine Bierbrauerlehre machen. So sind die Gladbacher. Erstmal was Anständiges lernen. Ordentliches Lernen, richtig. Aber damit war er natürlich nicht glücklich. Ein bewegtes Leben, das in New York ein weltweit gefeiertes Training für Boxer, aber auch Balletttänzer hervorbrachte. Was ist das Besondere an Pilates? Es ist erstmal ein Ganzkörpertraining, was den Körper wieder in Balance bringt zwischen Kraft und Beweglichkeit, weil beides ist genauso wichtig. Es gibt unterschiedliche Arten von Muskulatur. Die eine hält uns, doch neigt zur Verkürzung. Die andere bringt schnell viel Kraft auf, baut aber schnell ab. Pilates will die eine Muskulatur dehnen und die andere kräftigen. Dem untrainierten Vielsitzer Marc fehlt beides und das macht Rückenschmerzen. Herrn Pilates war es super wichtig, die Wirbelsäule wieder in ihre richtige geschwungene Form zu bekommen und die Muskulatur rund um die Wirbelsäule zu kräftigen, das sogenannte Powerhouse. Also mein Powerhouse ist momentan eher ein Bungalow. Ich habe nur eine Mietwohnung. Hast du eine Mietwohnung? Ich glaube, da müssen wir echt noch mal rangehen. Ganz genau. Die Geräte dazu hat Josef Pilates alle selbst entwickelt und gebaut. Der Pilates-Ring, ursprünglich die Fassung eines Bierfasses, genau das Richtige für den Doc. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, es war wirklich der Bierfassring. Für Marc geht es zunächst um die richtige Haltung. Erst dann geht es zum Stabilitätstraining auf den sogenannten Reformer. Der Doc macht mit. Schieben, 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 schieben. Lächeln. Noch ein bisschen nach unten. Genau, hier halten wir kurz. Wie die meisten Pilates-Geräte basiert der Reformer auf einer speziellen Stahlfederung. Und es sieht einfacher aus als gedacht. Und dann zurück. Ist nur dein Körpergewicht, sonst nicht. Ich weiß, das ist das Problem. Ich setz mal kurz ab. Ey. Und nicht nur der Vielsitzer Marc muss kämpfen. Also einen hätte ich noch gemacht an deiner Stelle. Im Gegensatz zu dir bin ich ja schon am Ölen. Jetzt kannst du mal fragen, warum. Das zieht aber auch hier, ne? Es geht komplett die ganze Rückenmuskulatur zu arbeiten, die ganze Bauchmuskulatur, also der ganze Rumpf. Es ist super anstrengend, also hätte ich nicht gedacht. Nach der Kräftigungsübung darf dann jetzt gedehnt werden. Das soll Marcs Schmerzen im Rücken helfen. Dafür müssen aber auch seine Oberschenkelrückseiten ran. So, das Bein zur Stirn und die Stirn zum Schienbein. Was ich dann so, bleib wie du bist, roll zurück, roll dich aber zum Legen auf den Boden. Genau. Die Schaukelbewegung, das Hochkommen, macht wieder das Powerhouse. Okay. Dieses Powerhouse. Der sogenannte Tree. Eine echte Herausforderung für die beiden Unbeweglichkeitsprofis. Oh, diese Muskeln. Ich bin beeindruckt. Also wirklich. Es geht immer nur ums Schreien. Wenn du viel schreist, kriegt man eine Übung auch gut durch. Tolle Übung. Ich habe das Gefühl, hinten ist alles Butter geworden. Dann geht's an den Cadillac. Doch der schaut so gar nicht nach Nobelkarosse aus. Okay, das ist das Ding, ja? Richtig, so sieht er aus. Auch in der Gladbacher Limousine helfen wieder die Federn beim Dehnen. Jetzt ist Marks Schultergürtel an der Reihe. Auch eine Herausforderung für den Vielsitzer. Sobald man sich dann auf die Arme konzentriert, geht der Bauch raus. Beim Doc sowieso. Heb die Arme, genau. Und jetzt hast du hier diesen wundervollen Stretch in der Schulter. Aber zusammen mit einem aktiven Powerhouse. Richtig. Oh Gott.
Aber Achtung, diese Übung ist eigentlich für Fortgeschrittene. Bitte nicht allein nachmachen. Ist hier eine Verletzungsgefahr gegeben? Absolut, absolut. Ja. So ein Training sollte man wirklich nur mit einem ausgebildeten Lehrer machen, nicht selbstständig. Deswegen also kann man auch nie, du wirst auch nirgendwo Geräte so rumstehen sehen, wo jemand einfach so dran gehen kann. Zweimal die Woche wird Marc nun mit Dunja trainieren und zwischendrin zu Hause üben. Denn Pilates geht auch ganz ohne Geräte, auf der Matte. Boah, das ist gemein. Und streck den oberen Arm richtig aus, richtig aus. Stopp, du merkst schon. Stopp, hier halten und komm wieder hoch. Och, ne, wieder hoch? Bleib Beine zu. Ja, komm wieder hoch. Also, ich glaube, du hast was zu tun. Das ist eine Untertreibung, auf jeden Fall, ja. Zieht Marc sein Training über 4 Wochen durch und wird es helfen? Ich muss sagen, mir hat das Pilates heute richtig gut gefallen. Nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt in den Kampf mit meiner Yoga-Experience. Und Kampf ist bei der Paarung Esser versus Yoga keinesfalls untertrieben. Videotagebücher. Wie läuft das Training? Tag 1 der täglichen 4-Wochen-Challenge. Oh, ey, das sieht so einfach aus, ne? Ich sag nicht, wo es weh tut. Also das war der ziemlich traurige Hund mit einem ziemlich mittleren Sonnengruß. Die Sonne verdunkelt sich auch, glaube ich, gerade, wenn sie mich so sieht. Oh, boah, das jetzt jeden Tag. Ja, wir sehen uns morgen zur nächsten Yoga-Stunde mit Doc Esser. Vielsitzer Marc trainiert mit Dunja in ihrem Folterkeller fleißig Pilates. Also es ist super ungewohnt, also viele Bewegungen, die ich mir meinen Körper noch niemals hätte vorstellen können, dass der Körper die Bewegung macht. Und auch Kraftsportlerin Lisa kämpft nach ihrer Faszienbehandlung bei Frank Windgassen mit kleinen Blessuren. Ich wollte euch einmal meine Beule zeigen. Das ist ein ganz schönes Ei geworden. Aber insgesamt fühle ich mich schon viel gelockerter im Schulterbereich. Alle drei Dehn-Dummies sind voll motiviert und ziehen durch. Und es tut sich was. Bereits nach einer Woche täglich 15 Minuten Training. Und ihr hört es, glaube ich, auch, ich bin nicht mehr so viel am Jammern. Man weiß jetzt mittlerweile, welcher Schmerz kommt. Doch wahre Liebe klingt anders. Jetzt kommt meine Hassübung. Jetzt kommt meine Hassübung. So, und jetzt kommt meine absolute Hassübung. Ob es noch Hoffnung für den Doc und sein Yoga gibt? Wir haben mich nochmal richtig durchgeknetet, insbesondere den hinteren Bereich trainiert. Deutliche Verbesserung, also wirklich gravierend flexibler geworden in dem Bereich. Bis auf blaue Flecke fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich habe weniger Rückenschmerzen und natürlich mache ich auch jeden Tag meine Dehnübungen. Das Schöne, Ausreden gibt es nicht, denn alle Trainings kann man fast überall machen. Lisa am See, Marc im Mallorca-Urlaub und der Doc nach der Arbeit im Krankenhaus. Also mittlerweile, muss ich sagen, habe ich das in meinen Tagesablauf integriert und es macht Spaß. Also ich möchte nicht ohne sein. Meine Hassübung ist übrigens meine Hassübung geblieben. Ist grauenvoll. Aber die Cobra lebt. Endspurt bei allen in Woche 4. Bei Lisa gibt es Fortschritte. So, wie geht's? Sehr gut. Dunja und Marc geben noch mal alles für den finalen Beweglichkeitssieg. Wahnsinn, was wir da noch für Fortschritte gemacht haben, auf jeden Fall, denke ich. Na, drück mal. Ja. Er wird gewinnen. Und unser Doc? Der ist mittlerweile schwer verliebt. Yoga hat ihn klar gewonnen. Also wirklich gut. Ich komme ja gerade vom Laufen. Es ist sehr angenehm. Klappt immer besser. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mich in der Abschlussmessung schlagen werde. Ich glaube, das wird ein sehr schönes Finale werden. Doch wird sich der Eindruck auch in harten Fakten zeigen? Unsere drei sind zurück auf dem Mies van der Rohe Campus in Krefeld. Die große Auflösung. Was hat das Beweglichkeitstraining gebracht? Orthopäde Frank Windgassen und Nils Steinke werden genau nachmessen. Außerdem ist der Doc gespannt, konnte das Training auch das Gefäßalter verjüngen? 4 Wochen sind vergangen. Ich für meinen Teil fühle mich eigentlich wie ein Gummimann. Wie ist es euch denn ergangen? Ich fühle mich sehr gut, habe auch das Training durchgezogen, fühle mich viel beweglicher und habe weniger Schmerzen. Boah, damit wäre ja schon ein großes Ziel erreicht. Marc, warst du genauso fleißig? Dich haben wir ja richtig gequält mit Pilates. Mir hat es mehr Spaß gemacht, als ich am Anfang gedacht hätte. Mhm. Und man muss auch sagen, bei mir hat sich auch schmerztechnisch enorm verbessert, insbesondere der untere Rückenbereich. Klingt hammergut, Frank. Man muss ja sagen,
Das große Ziel des Orthopäden ist es ja, für den Patienten eine Schmerzfreiheit zu erlangen. Genau. Das scheint schon mal hier geklappt zu haben. Nichtsdestotrotz, Nils, wir wollen natürlich jetzt auch wissen, haben wir uns verbessert zum letzten Mal? Nils misst erneut die Gelenke. Beim letzten Mal, Lisa, war es ja so, da habe ich mich ja noch gefreut mit dir, ne? 90 Grad. Mhm. Bis Nils uns dann auf den Boden der Tatsachen runtergebracht hat, ne? Dass das so Oma-mäßig ist. Genau, schön strecken. Jetzt kommst du auf... Ah, sehr gut. Fast 100. Nee, 100. 100 Grad sollten erreicht werden. Wir haben 101 und 106. Da sieht man, hat schon was gebracht. Was ist das denn jetzt? Tja, ich habe mich gerollt. Und auch das restliche Ergebnis kann sich sehen lassen. Man sieht es hier oben in der Schulter-Nackenmuskulatur. Da hatten wir vorher wirklich einen Wert unter 80 Grad. 80 Grad sollten es sein. Ja. Die haben sich angenähert. Und auch der Unterschied hier ist jetzt besser. Die Dysbalancen sind sehr schön weg. Also ich bin sehr zufrieden. Das zeigt sich auch in unseren Beweglichkeitsübungen. Kraftsportlerin Lisa erreicht im Gegensatz zu vorher nun überall den Idealwert. Doch eine Sache steht noch aus. Wie steht es um das Gefäßalter der 24-Jährigen? Wie alt hatten wir dich beim letzten Mal? Weißt du das noch? 26. Was denkst du? Ich hoffe unter 24. So, und was kommt raus? 19. 19 Jahre alt. Nicht schlecht. Ja, sehr gut. Das ist der Hammer. Da hat sich der Sport jeden Tag bezahlt gemacht. Ich würde mal sagen, Applaus, oder? Hammergeil. Der lachte. Ja. 19 Jahre. Boah. Marc, da hat es jetzt vorgelegt, oder? Das ist eine absolute Hausmarke. Also ich bin gespannt. Wir auch. Los geht's. Oh, guck mal, wie das Bein nach oben geht. Von alleine. Von alleine quasi. Moulin Rouge, jetzt oder nie. Das ist eine Ansage. Hammer. Mhm. Marc. Ja, aber das Verbesserungspotenzial war auch groß. Und auch das Gesamtergebnis beeindruckt. Alles im grünen Bereich. Man sieht, dass sich das alles wirklich sehr gut harmonisiert hat. Also Pilates ist natürlich auch Ganzkörpertraining. Ist ja auch, hat ja auch mit Kräftigung zu tun, aber vor allem mit der Entspannungsfähigkeit auch der Muskulatur. Das finde ich ja jetzt hier beeindruckend, ne? Also wir reden ja jetzt hier noch mal genau von der Muskulatur, die bei vielen, die einfach durchgehend sitzen, verkürzend. Genau. Und das hat sich gebessert. Ja, extrem. Unsere Testübungen packt der Vielsitzer noch nicht zu 100%, aber der Erfolg ist sichtbar. Die Vorbeuge rutscht unter die 10-Zentimeter-Grenze und auch der Handabstand ist immerhin leicht besser geworden. Lisa hat extrem vorgelegt, sie hat sich ja verjüngt. Ja. Du warst beim letzten Mal von deinem Gefäßalter her ungefähr in meinem Alter. Biologisch ganze 5 Jahre älter waren die Gefäße des 32-Jährigen. Wie lange hast du jeden Tag trainiert? 1,5 Stunden? Im Schnitt. Ja. Ey, komm, da kann man aber nichts gegen sagen. Also, wir haben hier gerade 35 Jahre erreicht. Jetzt sind wir quasi fast bei deinem normalen Alter. Hervorragendes Ergebnis. Absolut, absolut. Und dann ist es soweit. Auch unser Doc, selbsternannter Holzklotz, stellt sich nach 4 Wochen Yoga der Kontrolle. Kann dein Gerät denn auch eine 360-Grad-Kopfwendung messen? Wir haben es live noch nie probiert. Dann aber theoretisch jetzt mal schon, auf, mein Lieber. Nils legt los. Ob auch der Doc nun revue-tauglich ist? Nach und nach klettern die Werte ins Grün. Jetzt zeig mal. Ja, guck doch mal. So ein harmonischer Mensch. Das ist immer super, wenn wir symmetrische Werte haben, auf der linken, auf der rechten Seite. Extreme Verbesserung hier im Halswirbelsäulenbereich. Bist du wirklich hier um 17 Grad verbessert worden. Also zusammenfassend, das Yoga-Training hat sich hinsichtlich der Beweglichkeit absolut gelohnt für mich. In der Vorbeuge kann der Doc damit absolut punkten. Ziel erreicht. Der Handabstand ist von 19 auf 12 cm verbessert. Nur der Frosch, bleibt eher Frosch. Bleibt die Frage, wie alt sind die ärztlichen Arterien? Gibt's Schätzungen? 2 Jahre jünger. Nur 2 Jahre? Boah. Ich denke, du bestätigst dein Alter. Ey, also auch nicht besser, das kann ich wahr sein. Ja, also besser als letztes Mal. So, 47 Jahre. Und wie alt ist der Doc Esser? 47. Und ich war vorher 49 Jahre, das heißt eine Tendenz der Besserung. Also, was sagt uns das auf jeden Fall? Uns allen hat das, glaube ich, wirklich was gebracht. Mir war nicht klar, wie schnell man da auch seine Beweglichkeit verbessern kann. Also, wir drei bleiben dran. Sonst ist die Beweglichkeit nämlich auch genauso schnell wieder weg. Also so beweglich wie unsere Tänzerinnen und Tänzer werden Lisa, Marc und ich sicherlich in diesem Leben nicht mehr.
Aber das Training hat uns enorm was gebracht. Und egal, welches Beweglichkeitstraining ihr für euch findet, selbst die kleinste Trainingseinheit ist Gold für eure Gelenke, Muskeln und sogar für eure Gefäße. Verlieren tut nur der, der auf der Couch sitzen bleibt.